Hallo Kinder, willkommen zum nächsten Thema bei der Kunde der Uni. Das ist nämlich um uns rum, das ist das Wetter, das sind die Wolken, das ist die Sonne, das ist der Wind, der uns die Haare zerzaust. All das erleben wir ja ständig und das bestimmt ja auch das, was wir machen können, was ihr machen könnt. Ob ihr ins Freibad gehen könnt, segeln gehen könnt, auf die Alster, all das bestimmt das Wetter. Wir können es zum Glück noch nicht verändern, aber wir können es ja mal vorhersagen. Aber wie geht das eigentlich? Woher wissen wir eigentlich, wie in 2 Tagen, wie nächste Woche das Wetter aussieht? Das lernt ihr bei der nächsten Künder-Uni. Und da werde ich euch dann zum Beispiel erklären, dass wir nicht diese Glaskugel hier für die Vorhersage verwenden. Ich werde euch dann auch erklären, wofür man sie tatsächlich verwendet. Aber vielmehr, ihr bekommt erklärt, wie funktioniert die Wettervorhersage, warum ist sie manchmal richtig, warum liegt sie manchmal daneben. All das erfahrt ihr dann am 28. Oktober in der Künder-Uni.